Moin moin und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Geil. Horde überstanden. Ah ja, gut, war ja schon der letzte Folge. Oh weia, ich habe ja noch. Ey, heute ist nicht mein Tag, ne? Es ist unglaublich, ne? Ich bin aufgestanden und dachte mir so, okay, jetzt können wir endlich schlafen gehen, ey. Ich bin so fertig. Keine Ahnung, was los ist. Kriegen wir schon hin. Ne? Stehen wir alle zusammen durch hier. Passt das? Komme ich hier hoch? Jawohl. Gut. Ich muss zum Händler. Es kamen Tipps von euch, zwecks der Mission und so, ne? Es hieß ja quasi, ja, puh, du willst bessere Missionen beim Händler. Ja, dann mach halt verdammt nochmal mehr Missionen beim Händler. Ist eigentlich im Grunde gar kein Problem, kriegen wir hin. Müssen und wollen wir ja so oder so machen. Also demnach ist erstmal alles gut. Ist das die richtige Seite? Ja, ist die richtige Seite. Ja, ist das die richtige Seite? Ja, doch, ist die richtige Seite. Mein Gott. Haut alles hin. Ja. Einfach machen heißt es in dem Fall. Und ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Einfach zu machen. Das wird schon. Im Grunde könnte ich das hier oben auch dicht machen. Aber ich will immer rausgucken können, ne? Ich will wissen, was passiert. Da bin ich ja ziemlich eigen. Ich will außerhalb immer wissen, was abgeht. So, dann setzen wir halt, wie gesagt, noch ein Stockwerk rauf. Es wird ein richtig hässlicher Würfel. Leute würden sagen, ja, das ist mir in den letzten Malen schon aufgefallen und ich habe mich gefragt, warum da nichts in den TikTok-Kommentaren kommt. Denn, na, ihr wisst, wir bauen Ressourcen ab mit jeglichem Werkzeug. Wir überleben mit Lebensmitteln und hast du nicht gesehen. Und noch viel wichtiger, wir platzieren Blöcke. Wo sind die Kommentare, dass das eine Minecraft-Nachmache ist? Verstehe ich nicht ganz. Ne, weil Vintage Story ist ja laut der Meinung vieler ebenfalls eine Minecraft-Nachmache oder ganz billig bei Vintage bestellt. Bei Wish, Verzeihung. Was ist da los? Schlaft ihr? Ich frag nur, frag für einen Freund. Wollte ich nur mal gesagt haben, das ist mir irgendwie vorhin so eingefallen. Dachte mir, hey, irgendwas fehlt. Schon wild manchmal, ne? Wie die Leute so drauf sind. Neuer Tag, neuer Dollar, 4 Uhr, alles super. Das Reh tänzelt immer noch darum, ne? Das werden wir uns noch holen. Das fühlt sich hier viel zu sicher. Holzblöcke, Level Up hatten wir. Nein, schade. Aber das Vieh, das holen wir uns jetzt. Ast rein. Ich weiß, wir haben genug Fleisch. Oh, schöner Treffer. Sah doch gut aus. Kann ich gleich unter dem Genre Call of the Wild hochladen? Würde auch passen. Würde niemanden auffallen. Versprochen. So. Holz. Ihr habt gesehen, wir müssen sammeln. Bauen und sammeln. Immer wieder. Siehst du, das kommt doch dazu. Wir fällen Bäume. Das kann nur Minecraft sein. Geht gar nicht anders. Und nochmal. Ach ja. Fallschaden von Bäumen bekommt man ja nicht. Soweit ich weiß. Oh, da hatten wir da schon mal den Fall. Gut, wenn man Solo spielt, dann ist es schwierig, sich den eigenen Baum auf den Schädel zu befördern, sag ich mal. Muss man mal sehen. Auf jeden Fall. Das, was Fakt ist, werden wir uns darum kümmern, mehr zu questen. Ich will bessere Belohnungen haben. Ich will schwierigere Quests haben. Ich will hoffen, oder muss hoffen, dass endlich dieser verdammte Baumarkt bestückt wird, dass wir da. Das ist ja im Grunde auch eine POI. Und diese müsste ja auch irgendwann mal in dem
in der Mission vorkommen. Das wäre schon mega nice. Ich meine, wir haben hier genug, ne? Wir brauchen bloß reingehen. Hier waren wir noch nicht drin. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir wohl schon drin, weil die Tür offen ist. Aber nee. Na gut, dann machen wir das mal, bis der Händler offen hat. Da haben wir ja noch ein paar Minuten. Hier noch die Werkbank. Da, siehst du. Und wir werden gleich mit Working Stiff Tools belohnt, ne? Das ist schon was. Und guck es dir an, da ist die 5er Steinschaufel. Und ein Amboss. Krass. Über 1000 Eisen gespart. Wahnsinn. Er trägt den Amboss auch einfach so im Rucksack, ne? Weil er halt The Man ist. Ist einfach so. Unmenschlich. Den 35 Kilo Amboss, wie er bei uns in der Werkstatt steht. Los, mach schon. Die Wrench hat schon immer so wahnsinnig viel Ausdauer verballert, ne? Komm. Aber man kriegt auch nichts mehr. Da hat man vorher wenigstens nochmal geschmiedet Eisen bekommen. Damals. Dann reparieren wir den Käse hier. So. Den nehmen wir mit, den müssen wir auseinanderschrauben. Da gibt es die wunderbaren Messingteile. Eigentlich sollte man bei jedem dieser, was ist das, Klimaanlagen mindestens einen Messingradiator bekommen. Und da ist er. Messingheizkörper. Er ist eigentlich ein Radiator. Ist egal. Ist egal. Komm. Streiten wir uns da nicht um Worte. So, rein hier. Ich habe hier irgendwie ein Rezept auf der Merkliste. Das wollte ich gar nicht. Da. Finde ich gut, dass ihr das machen könnt. Dann seht ihr sofort, ob ihr die Dinge habt oder halt nicht. Hat einer mitgedacht. Finde ich sehr, sehr gut. Kochbuch Nummer 1. Zählen mit. Ein angebissenes Sandwich. Das kann man auch schon mal zählen. Ein Kochbuch, ein bisschen Mais. Warte mal, die Mikrowelle noch. Auch nochmal ein bisschen Maismehl. In der Mülltonne ist nichts. Gönn. Steak mit Kartoffeln. Hm, gar nicht verkehrt. Ich esse das Steak auch ohne Kartoffeln. Also ich bin da gar nicht wählerisch. Ne? Also ist kein Problem für mich. Boah, falsche Seite. Guck. Ach, guck mal hier. Illegale Massenversammlung hier. Gibt's ja nicht. Ihr könnt auch nicht alles machen, was ihr wollt. So. So, der Händler ist gleich offen. Nehmen wir mal noch den Ledersessel mit. Hier, den Pistole vielleicht. Bauplan 4 Panzerplatten. Das ist natürlich wieder was wert. So, wo sind eure... Ah, es geht noch nach oben. Na, müssen wir noch machen. Diese Bilder, ne? Müll aufsammeln. Habt ihr schon gesehen. Kollege. Da ist noch Gulasch vom Vorabend in der Badewanne. Auch nichts drin. Papier. Ah, die Schrotflinte freut sich. Wo denn? Ach da. Da haben wir hier. Fertigung von Knüppel. Nice. Alter, Stufe 2 habe ich so schlecht gesammelt. Ich habe einen Fehler. Den muss ich doch mal gelootet haben. Geht ja gar nicht anders. Wie sieht's aus? Nö, nö, nö. Wo ist der Loot? Wo ist... Versteckt hier? Komm. Gehen wir mal durch die Wand. Oh, guck mal, da sind sie. Oh, ist ja kein Problem. Oh, lol. Das war's komplett. Zack. Noch so ein Kevin. Oh. Hier ist Ruhe. Da müssen wir durch Fenster. Haben wir schon gespottet.
Oder einfach die Leiter benutzen. Nehmen wir doch die Leiter. Jawohl. Das ist echt viel eigentlich. Nice. Einpacken. Wir sind maximal überladen. Wie sieht es hiermit aus? Können wir anlegen, das weiß ich. Da haben wir nämlich nur Schrott. Penner-Eintopf. Wildbret-Eintopf. Nice. Vielleicht die Chance, in Brand gesetzt zu werden. Verkaufen wir. Munition. Das ist Bunkerknacker gegen Stein. Richtig gut. Kriege ich das sofort rein? Nee, ne? Komm weg. Wenn man wirklich mal hardcore-mäßig Stein sammeln möchte, ist das schon gar nicht verkehrt. Packen wir die Saat weg, brauchen wir nicht. Denn die guten Sachen, die kommen ja noch. Wir haben ja noch zwei große Kisten. Ey. Und darunter noch ein Buch. Eine Buchkiste. Kann nur gut werden. Was haben wir denn hier? Reparaturwerkzeuge. Sehr nice. Du findest 10% mehr Dukes und Bargeld in Tresoren, Kassen und Geldautomaten. Mega nice. Und noch einmal fortstellen. Das hat sich definitiv gelohnt. Fallen. Der Schockstab, der ist, in meinen Augen ist der Crap. Aber ich kann diesen verkaufen. Ich schmeiß die Kartoffel weg. Ich hau mir die Dose Thunfisch rein. So, das ist alles für den Händler. So. Stufe 2 POI. War ganz angenehm. Wollen wir noch mal gucken auf dem Dach? Manchmal ist es komisch. Na, wenn die Kinder manchmal hier auf dem Dach spielen, dann verstecken die immer so komische Sachen. Muss man schon mal gucken. So. Na dann. Auf zum Händler. Erstmal den ganzen Schrott loswerden. Beziehungsweise, wir kommen eher an unserer Bude vorbei. Dann lasst uns erstmal ausmüllen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir in unserer Bude auch noch so die ein oder andere Sache haben, die man mal noch ganz schnell verkloppen kann. Abgesehen davon sind wir dann ein wenig schneller. Das letzte Steroide habe ich ja verkauft. Ich dachte mir so, oh Missklick, bumm. Habe aber nichts gesagt. Ich tat einfach so, als wäre das absolute Absicht gewesen. War es nicht. War es wirklich nicht. So, und schon ist die Welt besser. Wunderbar. Wenn man erstmal. Lol. Wenn man erstmal das ganze Futter los ist, was man so mit sich rumschleppt. Wie sieht's hier aus? Das ist die. Fuck, ich hab mich verklickt. Unangenehm. Das kann auch gegrabt werden. Ah, das kann verkauft werden. Das kann auch verkauft werden. Das wird verkauft. Das wird verkauft. Das sieht mir öfter so ein Blödsinn, ne? Ist einfach so. Das geht alles in die Schmelze. Hier sind noch Pfeile über, hier sind noch Federn über. Sonst noch irgendwas. Der Schmiedeamboss. Da ist er. Da steht er. Supergeil. Supergeil. So, anschmeißen. Jetzt hier im Regen. Ziemlich unangenehm. So, der Kochtopf kann auch rein. Der Messingheizkörper hier rüber. Oh. Ist ja was los hier drüben. Mist. So, der Bunkerknacker, den heben wir auf. So, sind unsere Nahrungsmittel. Ich brauche diese Holzstacheln auch nicht mitnehmen. Die kommen auch in die Händlerkiste. Glas. Wunderbar, das hat gepasst. Das kommt mit. Plastik. Stofffetzen. Leder. Kannst du ausmachen. So. Händlerkiste. Das sind die Sachen, die wir verticken wollen. Das ist unsere Restkohle. Oh, haben wir ja gut Geld ausgegeben, ne? Jetzt aber los, ne? Der Händler ist schon 2 Stunden offen. Und wir haben ein bisschen rumgebummelt. Ich hätte auch das Fahrrad nehmen können, wäre schlauer gewesen, aber.
Was willst du machen? Reiß auf die Bude. Warum ist die Tür so wahnsinnig angejuckt? Meds, Drugs, Booze. I've got it. Here's your pay for a job well done. Drei zufällige Zeitschriften. Klebeband ist nice. Kühlmaschen brauchen wir nicht. Klebeband brauchen wir. Das brauchen wir. Aber die Fertigungszeitschriften, das finde ich doch schon. Komm, gib. Wissen. Wissen ist unbezahlbar. Alkohol ist auch unbezahlbar. Gönn. Der Schockstab ist auch echt ein Scheiß wert. Thanks for the business. Stay safe out there. So, aber wir gönnen uns erstmal die Bücher. Jawohl. Oh, Kochbücher erstmal. Yucca-Smoothie und Bier. Wir haben eigentlich schon überlebt. Knüppel. Tatsächlich, wir sind im Knüppel echt schlecht. Und zweimal Rap-Werkzeuge. Sehr gut. Dann zeig mal, wie sieht's denn aus mit dem Inventar? Was hast du denn Schönes für uns? 10 Tage mal wieder. Das Mist. Wir müssen woanders hin. Ist so. Okay, then. Aufgabe, gib uns doch mal was. Ah, die sind jetzt so mittlerweile ein bisschen weiter weg. If you do this for me, I Passen will. Gas ist Did you okay. know? We always need someone to handle. Oh well, we're always look. Yeah, Okay. we look like. Oh, thank goodness. Passen Gas ist in Ordnung. Da kriegen wir immer noch mal ein bisschen was. Deutsche Welt hier drückt, warum auch immer. Lampe ist an. Jetzt wollen wir mal noch fix das Fahrrad und dann geht's los. Gib mir doch Working Stiff Tools. Bin ich vielleicht zu dicht dran? Mit meinem Gebietsschutzblock. Schneidet das schon das Gelände? Eigentlich nein. Ich bin noch davon entfernt. Aber ich werde es trotzdem demnächst mal testen und ein Stück rübersetzen. Das müssen wir rankommen. Ist einfach so. Gut, beschweren wir uns mal nicht. Wir haben immerhin eine Tankstelle. Tankstelle auch eine sehr solide Sache, je nachdem, was man denn gerade immer so braucht. Aber ich kann mich daran erinnern, in der 20 war es noch immer so, war man über jedes Rad wirklich sehr, sehr dankbar. Da man dann möglichst schnell schon seinen entweder Miniroller oder Motorrad bauen konnte, das war schon richtig geil. Na, diese Pocketbikes, ich fand den, viele Leute überspringen, die habe ich gehört, aber ich fand dieses Pocketbike, dieses kleine, das war schon eine ziemlich nice Sache, wenn man aufhören, beziehungsweise nicht mal daran denken musste, dass man seine Ausdauer verballert, während man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ne? Weil Sprit hatte man zu der Zeit in der Version ja immer noch mehr als genug gefunden. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen weniger geworden, weiß ich. Aber trotzdem. Was ist los? Durst hat er. Komm, gönn. Ja, den Wildbret-Eintopf hauen wir uns rein, wenn er denn wirklich richtig Hunger hat. So, hier dran vorbei. Kürbisse. Jawohl. Müssen wir mitnehmen. Wo ist mein Messer? Da. Nanu, keine Saat. Na, die kriegen wir dann sicherlich direkt raus. So, hier durch. Wunderbar. Wo ist der da oben durchgekracht? Ist echt blöd gelaufen, ne? Ist wieder Rollstuhlträger, der vor der Treppe. Also, der Treppe liegt. Ne, der hat's auch schlecht. Den hat's auch richtig schlecht erwischt. So, hier waren wir noch nicht. Sehe ich sofort. Ich glaube, wir looten zweimal, ne? Muss sich ja lohnen. Kommen wir einfach so rein. Nice. Können wir gleich mal Lucky Lucky machen. Das ist ein Halbi. Ist kein Problem. Kommt ein Baustellenmitarbeiter. Nennen wir ihn. Der zuckt noch. Jetzt ist aber gut hier. Ich will eigentlich nur den krassen Loot. Ich suche
Nur die guten Sachen. Hier ist nichts. Da müssen wir mal ran. Dreckwasser. Hier könnte ein Buch drin sein. Jawohl. Frühstück gleich. Kein Hund. Ich hab den Radiator liegen sehen, ne? Das ist auch nochmal ein Messingheizkörper. Ein Must-Have quasi. Kommen jetzt die ganzen Jungs her. Müssen wir jetzt mal kurz drauf achten. Von hier kam nichts. Wir wissen, wo der Hund ist. Doch kein Hund? Dahinter ist doch immer ein Hund. Ich würde schon sagen. Hat man gemerkt, dass sie gerade ein bisschen nervös war? Nee, ne? Da ist er. Du sehr ruhig. Mit dir redet die Gene. Okay, so sieht's aus hier. Kloppen mal die Zombies um. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Ich weiß, es war noch nicht der Hauptloot. Aber ich muss sagen, um den ging es mir gerade gar nicht. Tatsächlich. Muss ich mich rausreden? Den wollte ich gar nicht. Leck mich. Verdammter Geldautomat. 5000 Struktur für die erste, für die Sicherung? Ist nicht dein Ernst. Ruhig. Gut, wir sind an uns vorbeigelaufen. Auch nice. So, nochmal ran hier. Trübes Wasser einmal, konnte ich sehen. Das ist gut. Ich mache das hier mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, ja. So, die Tools, die nehmen wir natürlich mit. Wird Zeit, dass wir endlich mal Eisenwerkzeug bekommen. Wäre eine schöne Sache. Medizin. Oh, die Toilette habe ich vorhin übersehen. Oh. Warte mal, die Kasse war doch offen. Kann man die trotzdem looten, wenn die offen ist? Habe ich wohl das letzte Mal übersehen. Oder nicht drauf geachtet, eher. Da ist ein Tresor in der Ecke. Und ein Kochbuch. Nice, nice. Das kann auch weg. Den müssen wir markieren. Ich denke mal, den kriege ich jetzt noch nicht auf. Gut zu wissen, der wird sich dann auch immer wieder restocken. So, Tresor, zack. Und jetzt gehen wir mal hier ran. Hier ist Ruhe. Bevor wir den Hund aufwecken. Gönnen wir uns das gratis Messing. Wenn ihr abgehockt lootet, lootet ihr übrigens ein wenig länger. Aber dafür leiser. Ich denke mal, das wisst ihr schon. Das habe ich sicherlich schon mal erwähnt. Da liegt noch der Rest vom Hund. Vielleicht kann ich mich jetzt mal rumschleichen und sehe. Eine Zehenspitze, aber war nicht. Ist auch unangenehm laut, das Vieh. Ist so. So, aber wir sollten es eigentlich geschafft haben. Wir müssen noch irgendwie aufs Dach. Ist der Klassiker, wisst ihr ja. Da. Hier wird sicherlich noch irgendwo ein Geier rumflattern. Zwei Radiatoren. Guckt es euch an. Geht da nicht dran vorbei, wenn ihr mit Feuerwaffen spielen wollt. Feuerwaffen. Schusswaffen. Ihr braucht das Messing. Es war kein Messing drin. Ist nicht dein Ernst. So, jetzt ist aber die Frage, wo ist der letzte Zombie? Ich habe auch keinen Marker auf der Map. Ach, das ist noch die Garage, okay. Alles wird gut. Wir müssen ja hier noch rein.
Chips. Oh. Das ist geil, der Mandel. Gibt's auch so viel Stuff, was wir mitnehmen müssten. Lol. Das war interessant. Auch der Reifenstapel wäre interessant. Das gute alte Plastik. Und man sieht, der Loot-Goblin kommt wieder durch. Und da haben wir unseren Endloot. Ich war im Raum, ne? Ich hätte ihn zweimal looten können. Das ist mir jetzt unangenehm. So. Kann ich hier schon durchschießen? Das wäre richtig geil. Bam. Level 20. Und ich krieg auch. Du kriegst die Sonderbehandlung. Keine. Boah. Der Werkstattmeister ist hier auch noch. Wir sind gleich. Wow, hier waren 5 Zombies. Wow, das hätte richtig gefährlich enden können. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Wow. Geschmiedet Stahl, wohl bemerkt. Richtig geil, richtig, richtig geil. Ein Kochbuch. Ich sag's euch, während der Apokalypse werden wir noch zum Gourmet. Ja, kann man verticken. Nice. Verticken. Beziehungsweise crappen. Das brauchst du nicht verticken. Du kriegst da kein Geld für. So. Jawohl. Die 5er Axt. Naja, kleine Schritte, aber dafür sehr effizient. Jetzt müssen wir leider Jottes das hier noch wegbuddeln. Da wir die Materialien brauchen, ihr wisst ja. Zement, Stahl, etc. Das sind alles Sachen, die wir mitnehmen müssen. Und darunter auch alles, was wir für Zement brauchen, beziehungsweise für Beton brauchen. Muss alles mitgenommen werden. Aber ihr wisst es ja selbst, was soll ich euch erzählen, ne? Wenn er es schon mal gratis in die Finger kriegt, dann packt diesen Mist einfach ein. So, haben wir, haben wir, haben wir. Hier waren wir dran. Boah, du bist ja hier. Sollte ich den Tresor vielleicht nochmal versuchen? Komm. Bisschen gambeln in der Zeit, gar nicht Kaffee trinken, das ist immer gut. So um 5:30 muss es schon mal sein. Ah, super. Jawohl. Abgerissen auf den letzten Meter, so muss das sein. Tipptopp. Was Gutes, was Gutes. Oh, es ist nicht schlecht. Es ist ganz und gar nicht schlecht. Es ist ein 6er, das ist edel. So edel, dass ich ihn trotzdem crappen muss. Ah, ich kann ihn einschmelzen. Okay, es ist okay. Für so eine Sache, die aus dem Tresor kommt, muss man sagen, ist es wirklich schon sehr nice. Will mich nicht beschweren. Kann ich nicht. Der Loot war gut. Hier gehen wir nochmal ran. Hier gibt es immer noch Sprit. Jawohl. Schön. Weiter. Dieser Traktor, wenn man den fahren könnte, das wäre so nice. Man muss ihn nicht bauen können. Aber so ein bisschen rumtuckern, das würde ich so geil finden. Wäre ein kleines Goodie. Vielleicht. Ah, ich muss immer absteigen. Warum habe ich den Kleber nicht mitgenommen? Ich war in der Tasche dran und habe ihn nicht mitgenommen. Das ist sehr interessant. Ich pack sonst alles ein. Sans immer. Was ist hier los? Das ist eine große Farm. Eingezäunt, wohlbemerkt. Sieht nach einer etwas edleren POI aus. Ich glaube, da müssen wir vorbeigehen. Aber leider auch erst in der nächsten Folge. Schade.
So schnell verdüselt eine ganze halbe Stunde. Das klingt komisch. Eine halbe Stunde. So verdüselt eine halbe Stunde. Hier ist ein Blutpaket dran, kann man leider nicht looten. Da ist die Wahl recht simpel, weil ich es brauche. Pflasterstein. Jawohl, Level Up. Gib uns schöne Sachen, zum Beispiel zwei Wasserfilter. Hier sage ich Müll, Müll und was will ich haben? Zwei Wasserfilter. Ein Fahrrad haben wir ja schon. Aber wo habe ich das Fahrrad her? Vom anderen Händler. Oder? Wow, ich weiß es nicht. Das ist mies. Besondere Aufträge. Natürlich machen wir das. Komm hier, Stufe 2? Nö. Aber wir werden die Handelsroute eröffnen. So. Da guckt ihr an, 4000 Kröten haben wir. So, das können wir verticken. Das kommt weg. Wir gehen das mal hier noch zusammen durch. Ne? Komm, der Staubmantel kann auch weg. Ich werde es bereuen, selbstverständlich, weil der Staubmantel auch sehr insane sein kann. Keine Frage, ich weiß es. Gerade wenn man jetzt so hin und her reisen sollte. Ansonsten hat sie nichts Neues. Da steht ja auch da. Wieder auffüllen in, auf an Tag 10. Ne? Es heißt nicht in 10 Tagen, sondern an Tag 10. Das habe ich das letzte Mal ebenfalls verpeilt. Warte mal, ich habe noch den Knüppel hier. Was sagst du denn dazu? 65. Deal. Thanks for the business. Stay safe out there. Das ist ein Deal, gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge 7 Days to Die. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, wenn es noch mehr geben soll. Ich meine, ich habe euch schon aufgestockt, ne? Ihr habt es gesehen. Es gibt mehrere Folgen in der Woche mittlerweile. Mega gut. Und ja, dann sehen wir uns. Reingehauen und tschüss.